In den letzten Jahren war die finanzielle Situation von Brattelen problematisch. Das hat sich auch darin ausgedrückt, dass Brattelen Finanzausgleich vom Kanton bezogen hat. Wie tut sich jetzt die Finanzsituation von Brattelen präsentieren? Ja, heute sind wir erfreulicherweise viel besser aufgestellt. Wir haben zwar im letzten Jahr noch ein bisschen Finanzausgleich bekommen, aber nächstes Jahr werden wir von der Nehmergemeinde zu einer Gebergemeinde mutieren. Wir dürfen also in den Topf einzahlen. Und ich denke, für das Selbstverständnis von einer Gemeinde mit der Größe von Brattelen ist das nicht schlecht. Gehört jetzt Brattelen zum Speckgürtel, das heisst zu so den finanzstarken Gemeinden in Stadtnähe? So weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Und dann müssen wir auch nicht gehen. Ich denke, die Gemeinden im sogenannten Speckgürtel, sprich Leimerdal, die haben ganz eine andere Bevölkerungsstruktur und ein anderes Steuersubstrat. Ich denke, wir können zufrieden sein, wenn es so geht wie heute. Wie sind die Verbesserungen zustande gekommen? Alles in allem, denke ich, hat natürlich den Ausschlag gegeben, dass sich langsam Firmen hier angesiedelt haben. Das hat angefangen mit der IKEA und ein wichtiger Punkt war auch der Planzer, wo sein Bürogebäude, das Triago, hier aufgestellt hat. Das hat zur Folge gehabt, dass wesentliche Firmen aus der Speditionsbranche, unter anderem auch von Basel, hierher gekommen sind. Es hat auch andere potente Firmen gehabt, die von der Stadt hier rausgekommen sind, dank unserer guten Verkehrsanbindung. Natürlich. Und auf der anderen Seite hat man doch recht guten Wohnraum geschaffen hier in Brattelen, jetzt im Dorfzentrum und in der Nähe. Und das zieht eine gewisse attraktive Klientel an, wenn man das so darf sagen. Das ist natürlich jetzt eine wichtige Frage. Wie sollten die zusätzlichen finanziellen Mittel eingesetzt werden? Ich denke, wir haben einen gewissen Nachholbedarf in der letzten Zeit. Da sind wir jetzt dran, das aufzuschaffen. Sprichwort neues Feuerwehrmagazin. Wir brauchen eine neue Gemeindeverwaltung. Wir haben aber auch ein Projekt, wo wir Investitionen müssen in sogenannte soziale Projekte. HARMOS ist etwas, das uns beschäftigt. Also da mangelt es sich nicht Gelegenheit, Geld auszugeben. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich so gut aufgestellt, dass sicher auch noch ein bisschen etwas für bleibt, wo man um Steuersenkungen nachdenken kann. Eine Steuerreduktion kann sich das Brattelen leisten. Wie vergleicht sich der Steuerfuss mit dem mittleren Steuerfuss vom Kanton und vor allem auch mit dem Steuerfuss von den Nachbargemeinden? Ich denke, das können wir uns ohne Weiteres leisten. Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir hingehen wollen. Unser Legislaturziel ist, unserem kantonalen Durchschnitt anzunähern. Der ist bei 58,7. Wir sind jetzt bei 60, kommen oben aber von 63,8. Also schon ein rechter Schritt. Und unser näheres Umfeld, Bezirk Liestal, ist der Durchschnitt bei 58,5. Arlesheim, Bezirk Arlesheim, ist 52,5. Da sind wir ein bisschen weiter weg, aber das muss nicht gerade unser erstes Ziel sein, zum Anvisieren. Bei der Steuerreduktion denkt man eigentlich immer an die natürlichen Personen. Aber wie präsentiert sich das bei den juristischen Personen, das heisst bei der Wirtschaft? Gibt es dort allenfalls auch eine Senkung? Ja, ich denke, Steuersatz ist eins, unsere hervorragende Lage, die Verkehrsanbindungen und die Infrastruktur, die wir den Unternehmen bieten können, ist etwas anderes. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, in den letzten Jahren, durch die Unternehmenssteuerreform 1 und 2, hat man dort schon erhebliche Schritte in die richtige Richtung gemacht. Und momentan, denke ich, ist eine Konsolidierung angesagt. Und jetzt zum Schluss noch ein Blick in die Glaskugel. Was würde passieren, wenn Brattelen keine Steuersenkung würde machen? Das hat zur Folge, dass wir unsere enormen Überschüsse, die wir in der Rechnung haben, einfach müssen auf die Seite legen, also aufbiegeln praktisch. Wir haben ein Eigenkapital von 10, 15 Millionen. Wir haben irgendwelche Rückstellungen gemacht und man kann das Geld nicht ausgeben. Also von dem her ist das nicht unbedingt die Idee. Gemeinde ist keine Bank, wir müssen nicht Geld horten, wir müssen saubere, gute Infrastruktur und Dienstleistungen anbieten und den Rest an den Bürger zurückgeben.